Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2, Meta im Eis. Noch kommt ein heftiger Kampf gegen so einen Yeti. Und unser Held Tenzin hat uns gerettet, sonst wären wir nämlich im Arsch gewesen. Komm, ich helfe dir hoch. Tenzin, unser bester Kumpel. Wie soll ich jetzt hochkommen? Ah, da liegt zum Glück eine Kiste, die nicht kaputt geht, wenn man sie runterwirft. Das finde ich mal nice und praktisch. Wow, echt? Denk, so eine Leute? Okay. Ich würde der Leute nicht trauen, wenn das schon seit 70 Jahren darüber gespannt ist. Nimm mal. Eis dürfte ziemlich porös waren sie. Und das war knapp. Die Typen sind gestorben wie die Fliegen. Der Untertitel ist ein bisschen spät gekommen. Warte mal, ich glaube, da war ein Schatz irgendwo versteckt. Ja. Weil der ist eigentlich überhaupt nicht der natürliche Werk, den wir gar sollten. Stupa-Ornament aus Bronze. So, wir haben insgesamt schon 28 Schätze gefunden von 100. Und die haben bestimmt auch ein paar ausgeladen. Aber das macht ja nichts. Die Story ist ja trotzdem die gleiche. Und Ah, oh, das wird gehen. Ja. Immer wieder die altbekannte Mechanik mit dem Schwingsoll an der Wand. Weil. Sonst wären wir gleich aufgeschmissen. So, und diesmal sind wir voraus und der Tenzin hinter uns. Wow, das sind Treppen. Die sind aber nicht natürlich. Geschafft. Eine Treppe. Oh, langsam wird's interessant. Nice. Herz aus Eis. Hier ist vielleicht der Eingang nach Shambhala? Tenzin, bei Fuß. Es gibt nur ein Werk der Suche zum Finden. Na komm. Nette Programmierung. Erwarte, bis er Platz hat zum Landen. Folgt mal. Wow. Sehr einladend. Der Torwächter. Sieht aus wie ein Boss oder so. Wäre vielleicht ein cooles Thumbnail, aber vielleicht finden wir ein besseres Dinner. Da war Marlene da. Wow. Such a Ningba shoot, Resha. Ein Toredo. Was? Um was wollen wir wetten, dass wir zu dieser Statue müssen? Einfach einmal die beeindruckende Grafik wieder einsuchen. Für die PlayStation 3 zur damaligen Zeit. Wow. Ja gut, Tenzin, schlag vor, was wir tun sollen. Du bist da der Expeditionsleiter, also, erzähl. Tenzin, komm her. Stell dir da drauf? Ich stell mir mal auf der Seite drauf. Tenzin, stell dich auf den anderen Hebel. Komischer Hebel. Ich würde es jetzt eher als Druckplatte bezeichnen, aber was weiß ich schon für sowas. Ja, dann hört die nicht darüber. Na, sagst du so leicht. Ah, er kann ihn wieder rauslassen mit dem Schalter, das ist gut zum Wissen. Seine selber Schalter gesehen. Na gut, Schalter ist ja richtig, Hebel wäre falsch. Das ist ein Hebel.
toll. Da läuft ein Timer ab, man hört es, wenn man genau anhört. Es war knapp. Höhlen-Adventure! Was macht dieser gute Freund Tenzin? Der hat sich hier wieder der Lichtwerk noch. So wie immer. Was jetzt? Abel? Oh yeah. Das ist der tibetische König Artus oder sowas. Das auch. Und dessen sind die komischen, keine Ahnung, Schlampen? Wow. Alles ein bisschen eingefallen da, he, in den letzten 70 Jahren. Wenn man sieht, das jetzt einmal... Tenzin! Hä, wo ist der gut? Also der noch startet, der ist hier. Der ist voll gut getarnt, Mann. Also, Tenzin. Wenn sie etwas niedriger wären, könnte ich darauf klettern. Anscheinend ist da unten ein Schalter. Nice. Gut versteckt. Tenzin, leg den Schalter um! Na bitte, geht doch. Ja, also. Bin immer wieder fasziniert von den Mechanismen, die sie da haben, vor was sie wie viel nach 100 Jahren, wo sie den Tempel gebaut haben. Und da war der Hänger schon wieder. Gut, dass ich es gerade bemerkt habe. Jetzt ist die Framerate gerade noch ein bisschen low. Und ich glaube, jetzt ist es wieder flüssig. Okay, passt. Ja. Geronimo! Mehr als Abfaller können wir nicht und sterben. Wow. Okay, das sind so blöde Tafeln, da können wir nicht wie du verklettern, sonst hauen sie die Dinger ab, das ist eben nicht so cool. Und ich schätze mal, jetzt wenn wir da vorbei sind, wenn wir ganz schnell hochklettern, sonst fahren wir wieder vorbei. Wow, wo springt der an, der Idiot? Da unten ist schon wieder so ein Schalter. Fährt sich der gut? Wow, ernsthaft? Okay. Wow. Schaut euch mal den antiken Mechanismus an. Geiler Scheiß. Ganz obvious. Tenzin, Kollege, ich hoffe, du kannst gut klettern. Ohne die bin ich da aufgeschmissen, also muss ich irgendwie überleben. Da drunter glitzert ein Schatz. Ich sehe da drunter. Ich sehe ihn genau, ich sehe ihn ganz genau. Komm ich da rein? Oh, Finger. Wow. Voll der geile Eistempel. Scheiß auf Legend of Zelda, Mann. Ich ahne Schlimmes. Oh Gott. Da muss das Timing genau passen. Okay, nach der Brote speichern mit der Kette nach der, da muss ich springen. Hab ja nicht viel Zeit. Jetzt. Oh yeah! Perfektes Timing, man. Feels geil.
Wer ist der beste Zocker? Sag jetzt nichts Falsches. Sonst bin ich deprimiert. Na, du Trottel, du sollst doch da angreifen. Was macht der? Ich schwöre, er hat jetzt für sehr los, Leute. Er hat jetzt nichts gedruckt. Er nur noch rechts gedruckt, weil. Oh, warte, konzentriere Sprung! Okay. Sauka. Er noch rechts gedruckt, weil er da umgegriffen wollte. Und der hat für sehr losläuft. Frag mich nicht warum. Okay, wenn. Das war ein ziemlich unrealistischer Sprung, aber immerhin haben wir es überlebt. Das ist ganz gut. Du hast halt schon ein Stück Arbeit da, gell? Nate, Nate. Was ist das für eine komische Kameraansicht? Was soll ich damit? Hallo? Achso, die zeigt mir, dass ich da arbeiten muss. Alles klar. Ja. Und noch wieder habe? Okay. Alles klar. Nice. Klar, Tenzin. Nimm den leichten Weg. Mal wieder klar. Was hast du jetzt? Ich muss da arbeiten. Oder was? Das ist ein guter Schalter. Ich kenne mich nicht aus. Hä? Bin gerade verwirrt. Oh, da ist der Stein. Gehen wir nochmal rein. Okay. Oh, scheiße. Schon wieder so ein komisches Sprungding. Aber wo soll ich da nicht springen? Warte mal, das kann nicht der richtige Weg sein. Da hängt das Roll. Das ist der richtige Weg. Und da ist der Glitzerschatz, den ich vorher gesagt habe, den hole ich mir jetzt. Oh yeah! Der heilige Gral. Was, das ist eine Öllampe? Ich hätte jetzt geschätzt, das ist irgend so ein Trinkkrug oder sowas, aber eine Öllampe tut so. So. Gut. Haben wir das erledigt? Schwingen wir uns. Da oben, das schaut stabil aus. Oder nicht? Fuck, das Ding dreht sich schnell. Nicht. Gang. Schneller rauf. Okay, da haben wir keine Chance. Das Ding dreht sich schneller, als wir hochklettern können. Dann fahren wir halt Abi. Ich meine, im Endeffekt müssen wir sowieso Abi, deswegen ist das eigentlich. Guck mir das gerade ganz gelegen. Da haben wir schon wieder so ein komisches Uhrwerk. Dicke Zahnrädli. Geil gemacht auf jeden Fall. Ja, ich meine, wenn es verglichen mit Uncharted 1, das ist ja komplett was anderes, oder? Am 1 sind sie nur durch den Dschungel gehetzt und dann am Schluss shit hits the fan und so und dann haben sie es irgendwie geschafft und happy end und so. Und Uncharted 2, da steckt halt Chinese dahinter. Und ohne jetzt zu viel zum Spoilern, ich kann euch nicht sagen, wir sind noch nicht am Ende. Ach, endlich. Follow Naisu. Schau mich nur noch mal kurz um. Wieso ist der da jetzt abgefallen? Normalerweise hängt sie sich doch. Ja, super, jetzt bin ich wieder da. Normalerweise hängt er sich doch immer an der Kante an, bevor er loslässt. Jetzt macht er das natürlich nicht. Ich schätze mal, weil Naughty Dog nicht der Fußgänger ist, dass irgendein Idiot sich überhaupt an die Kante anstellt, weil es eigentlich voll unnötig ist. Und warum haben sie da kein Script programmiert, das sieht. So, jetzt festheben. Wenn einer so blöd ist und sich an die Kante stellt, dann hat das für ihn zum Abi fallen. Genau das ist mir widerfahren, das ist wieder so typisch. Aber ja. Nate! Was zur Hölle? Ich schwöre, ich kann nichts dafür. Ich will mir gerne zu anschauen, ich kann nichts dafür. Das ist mein Controller oder so. Was sieht das aus? Boah, das war knapp.
Ja, alle guten Dinge sind drei, wissen wir. So, jetzt aber. Und jetzt spring bitte an die Schieber und nicht da in das Loch, okay? Jetzt springt er schon wieder da rein, das gibt's doch nicht, was tut der Trottel? Ich hab geradeaus Führer gedruckt, nicht nach links. Ja, ja, das ist jetzt die Strafe von Naughty Dog, weil ich da runtergefallen bin. Deswegen, wenn es jetzt verhindert, dass ich da weiterkomme. Und das LP unnötig in die Länge zu. Na, wobei, vielleicht gibt es halt eine extra Folge dadurch. Wäre ja auch nicht schlimm. Tja, dann probiere ich es jetzt halt. Nochmal, diesmal von da. Ah, von da. Wenn ich direkt vor der Schiebe stand, funktioniert es auf einmal, oder was? Alles klar. Entschuldigung, muss kurz husten. So, wo ist der Tenzin? Da ist der Hebel. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ganz einfach nicht. Wir nehmen da lange Werk. Ich muss da irgendwie rüber. Am besten auf die harte Tour. Na natürlich, alles andere wäre langweilig. Also dann, auf die harte Tour. Hauptsache der Tenzin ist gut umgekommen. Das ist doch die Hauptsache, oder? Weil er ist ja unser Tourguide. Wenn der Tenzin stirbt, sind wir sowieso aufgeschmissen, weil wir danach nicht wissen, was die uns überhaupt sagen werden. Und darum ist es ganz wichtig, dass der Tenzin überlebt. Und alles andere ist primär, um mal einen weisen Mann zu zitieren. Ist ein Fußballer gewesen. Das seht schon alles. Okay, da haben wir mehr so Kettenmechanismen. Schlecht. Jetzt ist gut. Okay, wir sind dünner. Alles klar. Alles cool. Alles cool. Ja, was jetzt? Aber wird's? Ja, da geht's doch keine Witter. Wo will denn der angeklettern, Mann? Ah, okay. Hab's schon gecheckt. Da habe ich wieder der Kerle. Sehr nice. Dann haben wir wieder halbwegs feste Boden unter den Füßen. Langsam müssen wir wieder Zeit, den Schatz zu finden, oder? Wow. Können wir es da anhängen? Ah, es geht sogar, okay. Wahrscheinlich müssen wir da noch links um, aber ich fahre jetzt zuerst mal da rauf. Und spring einfach mal irgendwo dagegen nochmal an, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwas bringt.
Aber ist das Dunkel sehr schlecht. Kann ich mir da dann festheben oder ne? Das sind so. Da ist der gelbe Kante, aber da komme ich glaube nicht rein. Können wir da irgendwo festheben? Warte mal. Da komme ich um. Jawohl. Und dann ist ein Schatz. Ich muss jetzt echt zugeben, dass ich da noch nie gewesen bin. Normalerweise wäre da links auf das andere Zahnrad rauf. Das heißt, ein Schatz, den wir jetzt da dann erheben. Den hebe ich insgesamt jetzt zum allerersten Mal, seit ich das Game spiele. Wow, was ist das für ein Ding? Eine Dorie aus Bronze. Kein Plan, was das sein soll. Da haben wir ein schönes Guckfenster. Da sind immer die Händler, wie sie sich versuchen zu bekrappeln, gegenseitig. Das war der lichte Werk vom Tenzin. Ja, und wir stecken immer noch da fest, irgendwo mit zwischen deiner Zahnrädle. Und werden hoffentlich in der nächsten Folge herausfinden, wie es weitergeht. Mit Uncharted 2. Hier bei Let's Play auf meinem Kanal. Danke fürs Zuschauen. Und schönen Abend noch. Ciao.